26,99 Parkside Kreuzlinienlaser. Wer braucht das schon? Ich brauche das. Ich habe mich nämlich dazu entschlossen, wo ich hier die Werkstatt angemietet habe und das Ganze umgebaut habe, dass ich einen Kreuzlinienlaser brauche. Und da habe ich mal so ein bisschen recherchiert im Internet und die sind ja wirklich sehr, sehr hochpreisig. Also wenn man jetzt an die guten Marken rangeht, ja, Parkside ist eigentlich auch eine gute Marke. Bis jetzt habe ich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Aber ich war natürlich so ein bisschen skeptisch. Für 26,99 habe ich mir das Ganze online bestellt. Und ich möchte heute mit dir ja das ganze Ding mal genauer ansehen. Ich habe das natürlich jetzt hier für die Bauphase in meiner Werkstatt. Also ich habe Wände gezogen, ich habe einen Boden reingelegt, ich habe Paneele angebracht, ich habe eine Küche eingebaut, das Ganze benutzt und verwendet und so ein bisschen getestet. Und ich möchte dir heute sagen, ob sich das lohnt, für 26,99 sich so einen Kreuzlinienlaser zu kaufen oder ob du vielleicht doch tiefer in die Tasche greifen solltest und dir einen Kreuzlinienlaser für 200, 300, 400 € kaufst. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go. Vorweg, wenn du neuer Zuschauer bist, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Bei mir geht's rund ums Thema Handwerken. Das ist hier meine neue Werkstatt, die ich gerade umbaue und einziehe. Und wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann abonniere unbedingt den Kanal. So, dieses kleine Tool hier hat 228 Gramm. Kostet, wie schon gesagt, 26,99 €. Ist ein Kreuzlinienlaser, der ungefähr eine Länge oder eine Lichtstrahlweite hat von 7 Meter. Und ich kann euch sagen, für den Bau, für den professionellen Bauarbeiter, der draußen Häuser hochzieht, ist das Ganze natürlich nichts. Aber für uns Heimwerker, für diejenigen, die zu Hause sind und gerade ein Haus oder eine Wohnung sanieren, für die ist das Ganze wirklich unschlagbar. Weil für 26,99 € kommt kein anderes Tool ran. Und ich bin wirklich begeistert davon. Ich habe ein bisschen überlegt, ist das nicht rausgeschmissenes Geld, investiere ich gleich in einer guten Marke, also die Marke, die ich kenne, ne, die auch gutes Werkzeug macht. Aber ich habe mich dann doch dafür entschlossen, weil ich das ein oder andere Parkzeug-Werkzeug zu Hause habe. Und ich muss sagen, kann ich euch jetzt sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Also ich habe damit jetzt hier Wände gezogen. Das heißt, du stellst das Ding hin, du hast einen Halter, der mit dabei war, Batterien waren mit dabei. Und diesen Halter hier, diesen Klemmhalter, kannst du hier ganz normal unten ranschrauben. Unten ist eine Gewindeschraube. Da kannst du natürlich auch das Ganze auf ein Stativ stellen. Dann gibt es hier einen kleinen Schalter, den du anmachst. Und oben ist ein Powerknopf, der leuchtet grün und dann ist der Laser schon selber nivelliert und du kannst loslegen mit dem Messen oder Anbringen. Beispielsweise, wenn du jetzt ein Haus sanierst, Meterriss, kennt ja jeder, ne? Und wenn du jetzt einen Meterriss brauchst an der Wand mit einer Wasserwaage, das dauert wirklich Stunden und so ein Kreuzlinienlaser erspart dir wirklich ganz, ganz viel Zeit und eine Menge Arbeit. Und mit diesem kleinen Tool hier brauchst du vielleicht auch gar kein Stativ. Also du kannst es anklemmen, am Tisch anklemmen, am Gerüst anklemmen und dann kannst du wirklich super mit arbeiten. Du kannst den komplett um 360 Grad drehen und ich finde das eine tolle Sache. Auch die Batterien, die mit dabei waren, ich habe den jetzt hier ungefähr 3 Monate im Einsatz. Natürlich nicht 24/7 im Einsatz, aber der läuft schon ein paar Stunden am Tag und die Batterien halten jetzt noch. Also ja, unschlagbares Set. Wenn du möchtest, kannst du dir natürlich auch ein Stativ zulegen, wie dieses hier, Amazon Basics oder von Hammer für, ich weiß es nicht, 20 oder 10 Euro liegen die ganze. Das habe ich immer eigentlich mit dem Auto als Notfallstativ, weil das kam schon mal vor, dass ich bei Dreharbeiten mein Stativ vergessen habe in der Werkstatt und das war natürlich dann ziemlich ärgerlich. Ja, und dieses Stativ habe ich jetzt ein bisschen, ja, es ist halt ein Stativ, ein bisschen zweckentfremdet und nutze es jetzt einfach für meinen Kreuzlinienlaser. So, den kannst du nämlich hier an der Seite anmachen, zack, und dann
leuchtet das Ganze schon rot. Ihr solltet natürlich nicht hineinschauen. Du wirst nicht gleich blind, aber es ist natürlich gesundheitsgefährdend oder nicht so gut. Und hier oben hast du einen kleinen Knopf. Und wenn dieser kleine Knopf rot blinkt, das bedeutet nichts anderes als, hey, Achtung, du kannst dich jetzt nicht auf das Kreuz verlassen oder die Linie, die ist nämlich noch nicht levelliert. Und nach einer Zeit leuchtet der dann grün. Wenn nicht, musst du den Laser, dann ist er vielleicht zu schräg eingestellt und in Schräglage. Aber in der Regel hast du damit wirklich keine Probleme. Das ganze Ding ist wirklich top und er wird angegeben mit 7 Meter Länge. Und ich habe das Ganze mal ausprobiert. Ich habe den Laser da hinten hingestellt und die Halle hat ungefähr eine Gesamtlänge von 9 Meter. Und das hat er auch geschafft. Einzigste Manko, das Kreuz, was er an der Wand anbringt oder diese Linienlaser, die werden so ein bisschen verschwommen. Aber für so einen Meterstrich reicht das allemal aus. Material haben wir hier Kunststoff und Glasfaser. Der Laser ist einmal ringsherum mit Gummi versehen. Das heißt, er ist ein bisschen geschützt vor Stößen. Natürlich solltet ihr darauf achten, dass euch so ein Ding nicht runterfällt, denn es ist ein Präzisionswerkzeug. Und das wäre natürlich nicht so gut. An sich bin ich sehr, sehr zufrieden. Deswegen habe ich auch dieses Video hier gedreht. Denn ich hatte es anfangs gar nicht beabsichtigt gehabt, so ein Video zu drehen. Aber ich möchte euch einfach meine Erfahrung mitteilen und ich bin wirklich sehr, sehr positiv von diesem Produkt und vor allem von dem Preis überrascht. Und ich denke, das Ganze kann sich sehen lassen und ist natürlich erwähnungswert. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wie immer findest du den Laser und alle weiteren Produkte unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich würde mich natürlich über ein Abo von dir freuen und einen Kommentar, wenn du dir dieses Tool gekauft hast und was du für Erfahrungen gemacht hast. Bis dann. Ciao.